Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix im Finale. Wir sind gerade im großen, großen Nichts mit diesem komischen Ding hier, das wir jetzt kaputt machen. Boom. Wir haben es kaputt gemacht. Boom. Verdammt. Ein MP möchte ich noch haben. Verdammt. Weiter. Sind noch nicht fertig hier. So, schon wieder was kaputt gemacht. Weiter geht's. Jetzt kümmern wir uns um das Herz alles Übeln. Das Herz alles Übeln. Wurzel alles Üben. Ich kann nicht sprechen. Geh mal weiter. Aua. Warte, ich mach es. Sag mal bloß nicht, dass ich erstmal auf das Ding hier drauf gehe, ohne euch fertig zu machen. Ihr seid nervig ohne Ende, habe ich das Gefühl. So, jetzt schön auf dich. Ekelhaft. Und explodier, bitte. Okay. So, jetzt kommen wir raus an Sim. Und sinnloser Kampf Nummer 3. Nochmal der exakt selbe Kampf wie im letzten Mal. Geil, oder? Jetzt kämpfen wir nochmal gegen den, nur zu dritt. Und ich glaube, der setzt die Dinger jetzt öfter ein. Ne, er setzt ein paar andere Angriffe nur ein. Ich habe gar nicht Aeroga, merke ich gerade. Warum? Oh, ihr beiden, ne? Jetzt habe ich euch überhaupt rausgeholt, wenn ihr sowieso wieder freckt. So. So, das muss man, glaube ich, kaputt machen, weil sonst passiert was Schlimmes. Oh, ihr beiden, ne? Oh, ey. Ich dauernd auf die aufpassen muss. Gut, wie du reden kannst, ohne den Bauch und den Mund zu bewegen und den Bauch zu bewegen. Okay, das hat gemacht. Ja, sehr gut, ihr beiden habt ihr toll gemacht. Hätte ich ohne euch nie geschafft. Das war jetzt der finale Boss übrigens. Oh Mann. Ah, schön, das kann er ja unmöglich überlebt haben, diese Explosion. Ah, schön. Oder auch nicht. It is futile. The Keyblade alone cannot seal the door to darkness. Kingdom Hearts, fill me with the power of darkness. Supreme Darkness. Oh, nee. I know now, without a doubt, Kingdom Hearts is light. Light.
But why? Und das war's mit ihm. Hoffentlich sehen wir den nie wieder. Zwinker, zwinker. Den sehen wir bestimmt nie wieder. Nee. Und ja. Wenn da drin Licht ist, warum machen wir die Tür überhaupt zu? So ganz nebenbei. Aber ich dachte, da drin wäre Licht. Don't give up. Come on, Sora. Together we can do it. Okay. Ah, noch so ein Typ. Und noch so ein Typ. Wir haben es echt mit diesem Boss, kann das sein? Jetzt das Ding schnell zu machen. Und wieder Final Mix Szenen. Frag sie nur, wie sie da hingekommen ist, aber pff, ich sag ja schon gar nichts mehr. Und weg mit dem Turm wegen Copyright. Ah, okay. Mir tut es natürlich wirklich sehr leid, dass man jetzt wieder die wunderschöne Melodie, den wunderschönen Song meine ich natürlich, nicht hören kann, aber ich glaube, es wird sehr viele Probleme geben, wenn der Song noch drin ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich irgendwas drüber spielen soll.
oder nicht. Versuche einfach so viel zu kommentieren wie möglich, damit nicht irgendwie so eine peinliche Stelle kommt. Yay, die Insel des Schicksals kehrt zurück. Und ja, der Boss war jetzt doch nicht so nervig wie gedacht. Das hat jetzt eine halbe Stunde oder so gedauert. Oder weniger, 20 Minuten. Und ja. Zum Glück waren wir stark genug, um den so schnell wie möglich zu erledigen. Und ja. Das Projekt ist natürlich noch nicht vorbei. Ah, schön. Mir tut das so leid, dass ich jetzt hier das schöne Lied höre im Hintergrund und ihr nicht. Wie gesagt, Utada Hikaru heißt sie, glaube ich, oder Hikari. Utada Hikari, Hikaru, weiß ich jetzt gar nicht. Simple and Clean heißt das Lied. Kann ich nur empfehlen, hört sich sehr gut an, Lied. Und ja. Das müsst ihr euch, die Stille oder was auch immer ich da hinzugefügt habe, müsst ihr euch jetzt leider anhören. Weil es dauert noch eine ganze Weile. So ein paar Minuten noch. Und ja, was sieht man hier? Kairi ist wieder bei der Insel Schicksal, Sora ist zurückgeblieben. Rico ist in der Tür drinne. Im Reich der Dunkelheit. Höchstwahrscheinlich. Also ja, nicht so ein geiles Happy End. Ja, mal suchen, ob ich irgendein Video, irgendein Musikstück finde, das ich da reinpacken kann. Ich meine nämlich, als ich das Intro drin gelassen habe, habe ich nichts hinzugefügt und ich fand das irgendwie doof, weil da war immer komische Stille und das war irgendwie sehr, sehr komisch. Kam irgendwie komisch drüber. Also ob das gut drüber kam, weiß ich nicht. Hat niemand was gesagt drüber. Aber ich fand das nicht so gut. Deswegen irgendein Lied werde ich schon finden, was ich hier reinpacke. Und ja. Ihr habt vielleicht das schon gesagt, ja. Wie gesagt, Projekt noch nicht vorbei. Kommen noch ein paar optionale Bosse. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die letzte Waffe schmieden soll. Die Ultima-Waffe. Für die Bosse, weil ich will die auf jeden Fall mal zeigen und wäre ein bisschen blöd, wenn ich die herstellen würde und wir haben nichts davon. Also, versteht ihr, was ich meine? So früh wie möglich herstellen wäre nicht schlecht. Aber mal sehen. Aber wir sehen natürlich alle Charaktere hier nochmal. Was mit denen, was wir alles erlebt haben. Oh ja, den Moment. Schön. Und ja, ich weiß nicht wie. Ich glaube, die Bosse, die werden auch nicht so lange dauern. Muss mal kurz nachdenken. Wir haben noch 1, 2, 4, 5 Bosse haben wir noch, glaube ich. Oder? 2 sind im Kolosseum. Einer ist im Nimmerland. Einer ist in Agrabah. Und einer ist in Hollow Bastion. Jetzt haben wir noch 5 Bosse, um die wir uns kümmern werden. Also werden wir wahrscheinlich noch 5 Parts hier haben. Das heißt so, Part 54 oder so wird der letzte sein. Ne, warte mal, das hier ist jetzt 49. Und ich weiß überhaupt nicht, ob das spezielle Ende jetzt freigeschaltet worden ist. Ich hoffe ja doch. Sonst mache ich das nochmal irgendwann. Um das zu zeigen. Weil das leitet ja extra noch in den nächsten Teil über, ein bisschen. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir das auch noch zeigen.
Ja, dann müsste der 53. Part der letzte sein. Nee, doch 54. 54. So, jetzt haben wir's. So, das heißt, dieser ist jetzt hier für Freitag, Samstag, Sonntag. Also so Mittwoch, glaube ich, oder Dienstag müsste der letzte Part kommen. Wenn ich dazwischen keine Pause gemacht habe. Und dann geht's weiter mit Kingdom Hearts Chain of Memories. Re-Chain of Memories. Welches ich noch nicht durchgespielt habe. Was dann bedeutet, ja. Wird nicht so einfach. Auch wieder auf Profi, da freue ich mich ja recht sowieso schon. Ich will jeden Kingdom Hearts Titel auf Profi durchspielen. Und Chain of Memories wird da wahrscheinlich etwas schwierig. Super. Wird nicht gut, habe ich so das Gefühl. Ja, wir sehen, was mit all den Leuten hier passiert. Was ist mit den dreien überhaupt passiert? Die sind jetzt auch wieder da, oder? Kairi ist ja jetzt wieder mit der Insel da, also müssen die drei auch da sein. Oder? So, ich weiß nicht, ob das Lied, was jetzt hier im Hintergrund läuft, auch irgendwie noch zu Dingens gehört, zu dem Lied. Aber ich lasse das auch mal stumm. Weil ihr es noch nicht gemerkt habt, wird wahrscheinlich die ganze Zeit schon hier stumm sein. Und nur so nebenbei das Video stumm. Oder mit Musik untermalt, keine Ahnung. Möchte da kein Risiko eingehen. Night on Bald Mountain, das ist hier, als wir gegen den Teufel gekämpft haben. One Winged Angel? Wo kommt das denn vor? die ganzen Charakter. So wenig nur? Okay, könnte man sich irgendwie schon voll spoilern. Oder? Ja. Ja, irgendwie hat man sich hier schon voll gespoilert. Wer kennt die optionalen Bosse in dem Spiel nicht? Also, hallo. Gehört hat man von denen jedenfalls schon, von einigen. Da werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal offscreen. Weil ich bis Level 65 oder so leveln. Ich weiß nicht mehr, welches Level man so ungefähr braucht für die optionalen Bosse. Ich meine, einige kann ich von denen auch schon ohne Leveln schaffen. Aber wir haben ja sowieso ein paar Level bekommen wegen dem finalen Boss. Ich glaube 2-3 Level. Also können wir so bis Level 65 ungefähr leveln. Werde ich versuchen, noch einige Sachen herzustellen. Per Mogri, Schmiede-Dingen hier. Und hoffentlich die Ultimate-Waffe dann noch herzustellen. Ich glaube, alle können wir noch nicht. Da brauche ich noch ein paar bessere Zauber. Nein, kriege ich erst nach einem optionalen Boss. Deswegen. Ich werde noch ein bisschen beschäftigt sein offscreen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, wenn die Credits so in den nächsten 1-2 Minuten zu Ende sind, wäre perfekt. Dann ist die Partlänge nicht so lang. Jungle Factory, was? Ich freue mich auf Kingdom Hearts 3. Boah, ich freue mich so auf Kingdom Hearts 3. Ich hoffe, ich habe bis nächstes Jahr schon Chain of Memories durch. Und dann so Kingdom Hearts 2 und Birth by Sleep auch noch nächstes Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das länger dauert als 2 Monate, je Spiel. Also ja. Ich glaube, ich kann die Musik wieder anmachen, ne? Ich hoffe, ich habe das jetzt wieder richtig eingestellt. Den richtigen Ton. So. Was ist aus den dreien geworden? Ja,
We've got to find Riku and King Mickey. But, where do we start looking for that there door to the light? Meine Frage ist jetzt, warum habt ihr auf einmal andere Klamotten an? Hey Pluto, where have you been? Huh? Gosh, that's the king's seal. Hey, have you seen King Mickey? No. Yep. Guys, let's go. Pluto hat sich nicht bewegt. Was? Ich soll mal zurückspulen. Pluto hat sich nicht bewegt, als er nach oben gelaufen ist. Im Hintergrund. Das ist mir voll nicht aufgefallen. Oh, da war irgendwie pixelated. Ich glaube, Pluto will, dass wir ihn in Ruhe lassen. Hört auf, den hinterher zu rennen. Vergiss nicht, Sora. Du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Ja. Foreshadowing? Fragezeichen. Man weiß es nicht. So, Frage aller Fragen. Special Secret Movie, Another Side, Another Story, Deep Dive. War das ganze Ding freigeschaltet? Yep, sehr gut. Ich glaube, bei Profi tun die sich sofort freischalten. Weiß ich jetzt nicht. Wer ist das? Mein Gott, ist das... Warum ist das so eine komische Qualität? Egal. Stellt euch mal vor, ihr spielt als Kind noch Kingdom Hearts und seht dann sowas. Nur in kürzerer Fassung, weil in den nicht Final Mix Edition wurden die Szenen ein bisschen kürzer nur gezeigt. Da denkt ihr euch nur, was ist das? Das sieht so episch aus. Und ja, tut es immer noch. Die Macher wissen auf jeden Fall, wie man einen hochhypt. Also ja, wer nicht Kingdom Hearts kennt und das hier alles zum ersten Mal sieht, denkt sich auch zum ersten Mal, was? Und denkt sich, was habe ich gerade gesehen? Ich habe ihn getroffen. Er ähnelt dir wirklich sehr. Die Erinnerungen kommen langsam wieder an die Wahrheit. Ja, das ist gerade passiert. Jetzt müsste der letzte Bildschirm kommen.
Ich weiß nicht, ob danach gespeichert wird. Ich glaube nicht. Hey, mein Thumbnail. So, Spielrekorde. Besiegt der Herzlose. 3625. Weitergespielt 5 Mal. Oh, sehr gut. Gekonterte Angriffe. 703 Watt. So oft. Schaden erlitten. 1521. Benutzte Items. 45. Kampf und Fähigkeit der Freunde. Ja, 266. Heilmagie auf Freunde. 51. Okay. Ja, dann war es das mit dem finalen Boss. Ich muss das Secret Ending nicht nochmal irgendwann dranhängen. Und ja. Oder vielleicht werde ich das sogar. Mal gucken. Keine Ahnung. Jedenfalls war es das mit Kingdom Hearts Final Mix. Wir sehen uns dann am nächsten Tag, wo wir die optionalen Bosse beginnen. Und dann uns dann sozusagen den Ende des Projekts nähern. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Warte mal ab. Kommt hier noch was, wenn ich was wegdrücke? Okay. Ich dachte, ich kann jetzt hier noch einen Speicherstand oder so machen, aber anscheinend nicht. So, bevor jetzt irgendwas auftaucht, wie zum Beispiel das hier, sage ich dann tschüss, bis zur nächsten Folge.